Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Unin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing bzw. Vorstellungsvideo. Das ist jetzt hier, ich zeige euch nochmal die kleine und die mittlere Version von den Bartpflege-Sets, und das ist jetzt die Luxusversion. Die packe ich mit euch auch mal aus, und im nächsten Video werden wir uns alle drei Pakete nochmal ganz genau angucken, was wo drin ist und wie viel. So, hier kommen wir jetzt natürlich schon an etwas, ja, wie gesagt, Luxusausführung würde ich es nennen. Wir haben eine hochwertige Holzschatulle. So, das seht ihr. Wir haben hier auch unten, da steht Dr. Dittmar. Wir haben hier schönes Holz, vergoldete Ecken oder echt Gold. Ne, vergoldet sind die, denke ich mal. Ja, alles, keine Ecken, keine scharfen Ecken, Kanten, nichts. Es ist wirklich sehr sauber, sehr präzise verarbeitet. Ganz weich ist das Holz, also wirklich sehr super gemacht. Auch hier unten kein Aufkleber, kein gar nichts. Ja, also sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Auch hier hinten, da seht ihr praktisch die Scharniere, sehr gut gearbeitet. Wir haben kein abgeplatztes Holz oder sonst irgendwas dergleichen. Aber wir wollen uns jetzt da nicht so lange auf die Folter spannen. Wir wollen uns das ja jetzt etwas genauer angucken. Deswegen mache ich das mal auf. Und dann würde ich sagen, ich packe jetzt erstmal alles raus. Und dann gehen wir das im Einzelnen durch und gucken uns das im Einzelnen mal genauer an. So, ich lege mal auch die Schatulle hier so ein bisschen beiseite. So. Ein bisschen ranzoomen, damit wir das so ein bisschen besser sehen. Und dann werde ich nämlich die Produkte auch gleich hier an die Schatulle legen. Wir haben hier einmal mit bei Original Bayerische Bartwichse. Das ist Original Bayerische Bartwichse hier in der Tube. Und nicht wundern, dass das so ein bisschen komisch aussieht hier. Nee, das ist nicht irgendwie ein alter Aufkleber, der da drauf ist oder so. Das ist hier nochmal extra in so eine kleine Tüte verschweißt. Ja. Deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen komisch aus mit überlappend. Das ist und hier so umfitzelig. Das ist die Tüte. Ja, haben wir einmal echte bayerische Bartwichse. Dann haben wir hier noch einmal Dr. Dittmar 16 ml echte ungarische Bartwichse. Das habe ich im Vorgängerset hier im mittleren schon mit drin gehabt. Da habe ich schon reingeguckt. Wir gucken hier auch mal rein. Hier ist auch wieder so etwas gelblich. Hat auch wieder so ein... Wer kommt das von der Bartwichse oder von meinen Händen? Ich weiß es nicht, weil ich habe ja noch das Bartöl dran. Aber hat einen leichten Geruch. Aber einen sehr angenehmen leichten Geruch. Das muss ich erstmal wieder richtig hochkriegen. Ich habe es immer mit den... Ich habe es mit diesen Drehverschlüssen. Also das ist Drehverschluss und ich, wir sind irgendwie auf Kriegsfuß. Ist doch wieder falsch, oder? Ist doch wieder schräg. Ha, jetzt habe ich es gerade. So, da haben wir die. Dann haben wir auch wieder eine Schere mit bei. Auch diese werden wir uns jetzt angucken und auspacken. Da ist wieder die Schere. Auch wieder mit abgerundeter Spitze, beziehungsweise vorne abgerundet, keine Spitze. Dadurch können wir uns, auch wenn wir uns den Bart schneiden, nicht pieken. Ja, es entstehen halt keine Verletzungen. So, dann haben wir hier, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem neuen an, was wir jetzt hier noch dazu gekriegt haben. Das ist in der ersten, also das ist in der ersten, im ersten Set mit drinne. Das war in allen anderen beiden Sets nicht drinne. Das ist so eine kleine, seht ihr das, so eine kleine Bartbürste. Also zum Kämmen würde ich jetzt da eher weniger sagen. Ich denke eher, dass es zum Wegmachen von Barthaaren ist, wenn man sich so ein bisschen rasiert hat, dass die nicht an der Haut
kleben bleiben. Ja, das haben wir mit bei. Auch hier wieder mit dem goldenen Dr. Dittmar Logo geprägt, gebrandet. So, dann haben wir hier wieder eine Bartbürste. Auch hier wieder mit dem goldenen Dr. Dittmar Logo und auch wieder braun. Auch wieder Echthaar haben wir hier mit drin. Können wir gleich so machen. Dann haben wir hier jetzt einen etwas längeren Kamm mit drin. So. Der ist jetzt in komplett schwarz, also sehr edel gehalten in schwarz. Auch wieder da vorne das Dr. Dittmar. Hier seht ihr kleine, ist halt so, kann man sich schön kämmen unterwegs. Man hat einen schönen Griff und kann dann halt sein Bart schön stylen. Kann ich jetzt nicht zeigen, die Kamera habe ich gerade nach unten gerichtet. Und dann haben wir noch einen etwas schmaleren für Brieftasche, Hosentasche, was weiß ich. So, der ist dieser. Auch wieder mit dem Dr. Dittmar. Kann man sich auch schön, ach, da ist es, ja. Kann man sich auch wieder schön den Bart frisieren. Also in diesem großen Set 2, 4, 6, 7 verschiedene Sachen mit drin. Plus die große Schatulle. Und da muss ich sagen, die ist doch echt mal wirklich, ich habe sie euch ja eben schon gezeigt, im Bad oder allgemein ist die doch der Hingucker. Wenn man irgendwo wirklich weggeht und warum seine Bartsachen einfach so lose im Beutelchen mit rumschleppen, also in diesen schwarzen Beutel, ihr wisst, ich komme, Kulturbeutel, genau. Wenn es auch hier so etwas luxuriöser geht oder man lässt sich das für zu Hause, fürs eigene Bad, stellt sich das auf den, kommt ja immer drauf an, wenn man mit einer Frau zusammenlebt, die, viele Männer kennen es ja, dann hat man als Mann nicht mehr viel Platz im Badezimmer. Das bleibt mir momentan noch verschont, also ich habe mein Badezimmer fast für mich, außer meine Tochter nimmt halt Platz ein. Aber das ist doch wirklich mal der Hingucker, dann kann man sich das schön auf Spiegelschränkchen oder auf Schränkchen packen und da kann man seine Badsachen schön verstauen, weil man die ja immer wieder braucht. Jeden Früh wird der Bart gestylt und jetzt packen wir uns das auch mal hier ein wieder. Gucken wir mal, wie schön das reinpasst. Wir haben einmal die Bartwichsen, die machen wir hier schön rein. Die heißen wirklich so, viele lachen, es heißt wirklich Bartwichse. So, den Kamm, dann haben wir noch den anderen Kamm, den können wir hier so machen. Dann machen wir das am besten, ich habe eine Idee. Machen wir das so, den hier oben ruf, den machen wir so lang. So, soll ja alle griffbereit sein und schicki aussehen. Dann können wir die Schere hier noch drin machen. So, und dann haben wir hier noch die Kämme. Die werden wir hier mal so auch noch mit drin machen. Und schon ist alles super verstaut. Und ja, und wie gesagt, wir hatten davor noch das Mittelklasse-Produkt und das Einsteiger-Set, das einfache Einsteiger-Set, das bisschen mehr Einsteiger-Set, also Mittelklasse. Und das ist jetzt die Luxusklasse. Und wir werden gleich noch ein Video machen, wo wir uns die ganzen Sets nochmal genauer angucken werden, was, wo, wie drin ist. Und ja, bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.